Wir kommen jetzt zum Aufspulen und Einfädeln der Nähmaschine. Das ist ganz besonders wichtig, deshalb ist das hier auch in unserer einsprachig deutschen Betriebsanleitung noch einmal richtig dargestellt. Und diese Anleitung hat hier auf der ersten Seite auch noch einen QR-Code. Das ist übrigens der gleiche wie hier oben. Und da kann man sich auch immer noch mal von der Webseite direkt Hilfe holen. Natürlich auch Anregungen zum Nähen, was ich vorhin schon gezeigt habe. So, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Ich empfehle immer Qualitätsgarn verwenden. Wir haben einmal Haushaltsgarn bei W6 Wertarbeit in 500 Metern. Wir haben aber auch das Näh- und Stickgarn, was sich auch fantastisch nähen lässt. Das sind 1000 Meter. Wenn ich die 1000 Meter Rolle nehme, dann empfiehlt es sich, einen Adapter dazu zu kaufen bei dieser Maschine, weil der nämlich hier steht und dann wackelt die Rolle nicht. So, was brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich noch eine Spule und jetzt geht's los. Hier den Faden langziehen. Hier wird der einmal rumgeführt, von vorne nach hinten und über Kreuz. So, wenn ich soweit bin, muss ich den hier in der Spule von innen nach außen durchstecken. Die Spulen haben alle ein Loch, das ist ganz einfach. Einfach durchstecken und hier drauf machen. Und jetzt wird der Spuler nach rechts gedrückt. Bei dieser Maschine ist das so modern, dass ich jetzt hier nichts mehr am Handrad ausstellen muss. Das Nähwerk wird nicht mitlaufen. Ich habe das einfach hier rüber gemacht. Ich gebe mal vorsichtig Gas, dass man das sehen kann. Die Maschine spult. Man macht erstmal nur ein paar Umdrehungen. Ich muss ja hier diesen überschüssigen Faden noch loswerden. Den schneide ich jetzt hier einfach ab. So, hier oben den Finger leicht drauf und dann können Sie Gas geben. Geht auch so. Kommt jetzt darauf an, wie viel man braucht. So viel spult man sich dann eben auf. Hier genug aufgespult habe für mein Nähprojekt, dann kann ich den Faden durchschneiden mit der Schere und einfach die Spule abziehen. So, jetzt habe ich hier schon den Faden runterhängen. Ich kann mir die Spule schon hinlegen und auf der linken Seite muss der Faden runterhängen. Wenn ich jetzt an der Spule ziehe, dreht sie sich entgegengesetzt im Uhrzeigersinn. Da liegt die jetzt schon mal richtig da. Das nächste, was ich machen muss, ich muss hier diesen Deckel öffnen. Einmal hier dieses schwarze Hebelchen nach rechts, dann geht er von alleine auf. Den Deckel einfach rausnehmen. So, jetzt wird die Spule von oben eingesetzt. Wir haben sie ja schon richtig rumliegen. Hinein. So, und jetzt muss ich aufpassen. Wichtig ist, dass ich jetzt hier in die Fadenspannung reinkomme. Diese Spulen, dieses hier ist ein Spulenträger. Im Prinzip ist das eine verkehrt rum eingebaute Spulenkapsel, die hier eine Fadenspannung hat. Und da muss der Faden rein und dazu muss der Faden hier in diesen Schlitz eingezogen werden. Das heißt, ich muss die Spule festhalten. Und hier, wenn ich jetzt meine Uhr zur Hilfe nehmen würde, würde ich sagen, um 7 Uhr geht's los. Da muss ich den Faden reinziehen in den Schlitz und dann richtig ziehen auf 9 Uhr. Das hat auch geklackt. Und wenn ich jetzt an dem Faden ziehe, muss ich die Spule entgegengesetzt im Uhrzeigersinn drehen und ich muss einen gewissen Widerstand haben. Das heißt, dass der Faden dann richtig in der Fadenspannung liegt. Das haben wir jetzt erstmal fertig. Jetzt brauchen wir unseren Oberfaden. Wenn wir jetzt den Oberfaden einfädeln wollen, ist es ganz wichtig, dass sich dieser Fadengeber hier in der höchsten Position befindet. Das ist dieses Metallteil, das ist der Fadengeber. Und das bewegt sich in dem Moment, wo ich hier am Handrad drehe. Wenn ich hier drehe, dann verschwindet er. Dann drehe ich einmal rum, dann ist er wieder oben. Und immer wichtig, das Handrad immer so rumdrehen. So, jetzt ist mein Fadengeber in der höchsten Position. In dem Moment habe ich gleich noch einen zweiten Effekt. Ich habe auch die Nadel in der richtigen Position, dass nachher der Einfädler dort auch reinpasst. So, wir fangen an. Wir haben ja Einfädeln nach Zahlen. Das hier ist die Nummer 1. Das macht jetzt einmal klack. Zack, ist er drin. Untenrum ist die 2. Halten Sie das schön fest, dass das immer ein bisschen stramm bleibt. Die 2. Dann hier oben rechts vorbei und nach links runter ist dann die 3. Jetzt kommen wir hier runter zur 4. Jetzt muss ich hier noch einmal vorhängen. Das ist nämlich noch die letzte Klammer vor der Nadel. Und jetzt kommt der Einfädler. Faden festhalten. Einfädler runterziehen. Hier einhängen und jetzt den Faden nach hinten an die Nadel und dann nach oben und nach vorne. Und jetzt sieht man, dass da ein Haken ist, der den Faden festhält. Wenn ich jetzt loslasse, habe ich hier hinten eine Schlaufe. Wenn ich diese Schlaufe ziehe, ist meine Nadel eingefädelt.
Und jetzt den Faden richtig schön unter den Fuß legen. So, der Oberfaden ist jetzt eingefädelt. So, den Oberfaden jetzt so in die Hand nehmen, dass sich hier so eine leichte Schaukel bildet. Und jetzt muss ich meinen Handrand auf meine Nasenspitze zudrehen. Und zwar eine Umdrehung, bis der Fadengeber wieder in der höchsten Position ist. Ich drehe jetzt einfach einmal rum, bis ich meinen Fadengeber wieder sehe. Und wenn ich jetzt hier an dem Faden ziehe, dann kann ich sehen, dass ich hier meinen Unterfaden hochgeholt habe. Jetzt habe ich beide Fäden da, wo ich sie haben möchte und lege sie unter den Nähfuß nach hinten. Und ich kann natürlich auch hier meinen Deckel wieder drauf machen. So und zack, wir sind nähfertig. Ja, in der Betriebsleitung beschreiben wir ja nicht nur das Einfädeln. Unter anderem wird auch gezeigt, welches Zubehör zur Maschine dazugehört. Es gibt den normalen Nähfuß, es gibt den Reißverschlussfuß. Wir haben dann hier die Knopflochschiene, wir haben die Abdeckung für den Transporteur, wir haben den zweiten Garnrollenstift für die Zwillingsnadel, selbstverständlich einen Nahtträger, einen kleinen Pinsel zum Saubermachen, den kleinen handflächigen Schraubendreher und auch eine Nadel. Das heißt, ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch einen kleinen Tipp geben. Abonnieren Sie bei W6 Wertarbeit unseren Newsletter. Wenn Sie den abonnieren, sind Sie stets aktuell informiert und ganz wichtig, Sie nehmen auch an unseren wöchentlichen Rabattaktionen teil. Schönen Dank.